von mir. Heute möchte ich euch mal wieder ein neues Buch vorstellen. Und heute soll es um das neue Buch von Sebastian Fitzek, Achtnacht, gehen. Das Ganze ist wie die meisten Fitzeks im Knauer Verlag erschienen. Kostet neu 12,99 Euro und hat 400 Seiten. Und ja, worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um eine Todeslotterie, die eines Tages durch die sozialen Medien gehen. Auf einmal tauchen auf YouTube, Facebook und allen möglichen Plattformen die Achtnacht auf. Und ja, die Achtnacht ist ja eine besondere Nacht. Und zwar soll am 8.8. um 8 Uhr nachts sollen zwei Namen gezogen werden. Und in dieser Nacht ist alles erlaubt. Diese beiden, die nämlich gezogen werden, die dürfen gejagt werden, bis sie dann ja getötet werden. Und ja, diese beiden Namen sind natürlich zum einen unser Protagonist Ben, der gezogen wird. Und den anderen ist eine ja andere Person. Ich glaube, den Namen sage ich euch jetzt nicht. Und ja, in dieser Nacht ist alles erlaubt. Sie werden gejagt, bis sie dann irgendwann zur Strecke gebracht werden. Und ja, diejenigen, die Ben dann jagen, die bekommen auch noch eine besondere Prämie. Und zwar werden sie mit, ich glaube, es waren 10.000 Euro belohnt, wenn sie ihn zur Strecke bringen. Natürlich zeigt sich dann das wahre Wesen des Menschen und Ben wird gejagt. Und ja, wie es in der Achtnacht so weitergeht, das verrate ich euch nicht. Das müsst ihr selber lesen. Ich muss sagen, ich war absolut begeistert. Also ich habe mich sehr auf dieses Buch erstmal gefreut. Und es war unglaublich toll. Also ich habe ja lange keinen wirklichen Fitzek mehr gelesen. Deswegen wollte ich das mal mit seinem neuen Werk versuchen. Und ich war so heiß auf dieses Buch und habe mich so gefreut. Und es hat mich keine Sekunde lang enttäuscht. Es war einfach absolut großartig. Es war mega spannend. Gerade wenn man denkt, jetzt kann es noch nicht besser werden, kommt wieder eine Wendung. Es ist wieder der typische Fitzek-Schreibstil. Er lässt jedes Kapitel mit einem unglaublichen Cliffhanger zu Ende. Und deswegen kann man auch nicht aufhören zu lesen. Man muss einfach wissen, wie es weitergeht. Es war unglaublich spannend. Und ich habe dem Ganzen zu Recht 5 von 5 Sterne gegeben. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt schon wieder. Ich werde jetzt nicht mehr zu diesem Buch sagen. Entweder habt ihr es schon alle gelesen oder ihr wollt es vielleicht noch lesen. Und wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!